Hallo zusammen, heute geht es wieder ums Bremssystem. Wir hatten jetzt schon verschiedene Videos dazu, die irgendwie dieses Gebiet der Bremsen tangiert haben. Jetzt hatten wir einmal die Achsen überholt. Die Achsen haben so einen kleinen Adapter, wo der Bremssattel drauf sitzt. Dann haben wir den Bremssattel überholt und haben die Bremskolben neu gemacht und die Bremssättel gelb lackiert. Und da gab es verschiedene Kommentare. Zum einen zum Beispiel, dass dieser Bremssattel-Adapter, der an der Achse montiert ist, an dem dann der Bremssattel sitzt, den haben wir komplett lackiert mit Branto Corux am Anfang. Der war komplett schwarz und zwar beide Flächen. Wussten wir nicht, dass die Auflagefläche zwischen Achse und Adapter blank sein muss, weil das eine Reibverbindung ist. Und insofern mussten wir da die Achsen nochmal aufmachen, um die Farbe abzubürsten und die Sättel-Adapter neu aufzuschrauben. So, ich habe es geschafft. Der Lack ist vom Bremsadapter ab, und zwar sowohl auf der achsanliegenden Seite als auch an der Bremssattel aufliegenden Seite. Von der Arbeit ging's und im Endeffekt war es gut, dass ich es gemacht habe, weil ich jetzt ein paar Schrauben gefunden habe, wo der Drehmoment nicht so ganz gestimmt hat. Einfach zum Verschulden, weil der ursprüngliche Drehmomentschlüssel, den wir da hatten, wohl nicht mehr so ganz fit war. Jetzt passt alles und jetzt wird das nächste Mal noch die Auflagefläche von der Radfelge auf der Radnarbe wird noch entlackt, und das kommt aber erst, wenn die neue Radreifenkombi da ist. Genau, das mache ich jetzt noch mit der rechten Seite. Und dann hatten wir noch andere Kommentare, dass wir, als wir die Narben und die Achse zusammengebaut haben, die innere Narbendichtung, das ist so ein Simmering, dass wir den nicht eingeschlagen haben. Also habe ich das alles in einem Zug gemacht, da habe ich irgendwie eine Zeitrafferaufnahme drüber gedreht, wie man diese Simmeringe richtig einbaut, beziehungsweise habe das nochmal neu gemacht. Und zwar müssen die irgendwie, steht auch auf den Simmeringen drauf, 4 mm eingeschlagen werden. Im Endeffekt hätte ich mir dieses ganze Prozedere mit dem Achsenaufmachen für die Simmeringe sparen können, weil wir hatten andere Simmeringe, das waren auch passende. Es waren aber nicht die von Corteco, sondern es waren andere. Keine von Bitpart, war auch irgendeine Markenfirma, aber nicht diese. Und die musste man eben, die hatten nicht so eine hohe Lippe und hätte man deswegen nicht einschlagen müssen. In dem Video, wo die Zeitraffer drüber läuft, habe ich die insofern wieder ausgebaut, eingeschlagen, festgestellt, dass ich sie damit kaputt mache, dann wieder zusammengebaut, weil ich die Simmeringe nicht da hatte, und dann habe ich sie wieder auseinandergebaut, um die richtigen Simmeringe, nach denen die da waren, wieder einzubauen. Aber jetzt passt alles, hat nur ungefähr eine Woche gedauert. Vorweg jetzt schon mal, ihr seht jetzt hier schon ein bisschen, was montiert ist, und jetzt kommen erstmal kurz Aufnahmen, wie wir die Bremsleitung eingebaut haben und wie wir die Sättel montiert haben. Viel Spaß! Das nächste ist natürlich, die Bremssattel anzuschließen. Da haben wir einmal die für hinten
komplett neu, allerdings mit einem Bremsenlack lackiert, weil diese Verzinkung, glaube ich, nicht so lange hält von dem Ding und wir das außerdem schick haben wollten. Und der vordere, der Vierkolben-Bremssattel, der ist gesandstrahlt und auch mit dem gleichen Lack lackiert. Vorher ist ein Zinkspray raufgekommen, die Flächen wurden abgeklebt alle und die Kolben und die Kolben samt Dichtung sind bei den vorderen, habe ich neu gemacht. Gut, die Simmerringe hier sind schon neu gemacht. Ich habe jetzt eigentlich schon entfettet, aber da auf Bremsscheiben nicht so wirklich Fett gut ankommt, gehe ich nochmal rüber. Aber eigentlich ist da nur noch Flugrost drauf. So, dann habe ich neue Bremsbeläge, eine Keramikpaste, zwei Originalschrauben, um das Ganze hinten zu verschrauben. Und für die Originalschrauben braucht man einen komischen 12-Kant, 13 mm Nussschlüssel, was auch immer. Eigentlich braucht man eine Nuss, weil man muss die mit Newtonmeter anziehen und oder sollte man nach Werkstatthandbuch machen wir. Genau, und dann haben wir noch neue Stäbe und neue Federn. Ah, die kommen gleich. Erstmal der Sattel. Besonders viel Platz ist hinter den Bremssätteln irgendwie immer nicht. Also da werde ich auch nicht mit dem Newtonmeter-Schlüssel raufpassen, bevor die nicht komplett drin ist, die Schraube. Für die untere Schraube geht die Ratsche dann. Die obere müsste jetzt aber auch passen. Und das Ganze auf 82 Newtonmeter. Gut. Ja, da muss ich mit einem anderen Trick weiterhelfen. Da passt der Newtonmeter-Schlüssel nicht ran an die obere. Da muss ich mir was ausdenken, aber das mache ich dann später. Gut. Dann haben wir die Bremsbeläge und die werden von hinten mit einer kleinen Menge an Keramikpaste eingeschmiert. Da, wo halt der Kolben drauf sitzt. Gut, und dann kommt der da rein. Die andere Seite auch. Dann haben wir so einen Bolzen und eine Feder. Die Feder kommt zwischen die Belege und der Bolzen einmal durch, dann die Feder, dann der andere Belag und das gleiche zweimal. Bolzen, Belag, Feder, Belag durch den Sattel. Dann haben wir zwei Splinte, die gehen durch den Bolzen durch. Jetzt noch die Splinte sichern, dann ist das Teil angebaut. Dann kommt wieder das Rad drauf und irgendwann dann hoffentlich die Bremsleitungen. Ich mache jetzt noch hinten links und vorne links und dann bin ich mit den Bremsbelägen erstmal fertig. Das ist jetzt der vordere Sattel, schon mit neuen Belägen, neuen Federn, neuen Stiften. Und was jetzt noch fehlt, sind die Bremsleitungen und Bremsflüssigkeit. So, hier seht ihr diese Verteiler-Stahlflex-Leitung, wo quasi von vorne die lange Leitung auf das Stahlflex geht. Das Stahlflex geht zur Achse und von der Achse wird dann nach links und rechts verteilt. Und das ist dieser kleine gelbe Nupsi hier. Der wird irgendwo hier an
Schlagzeuger da vorne irgendwo festgemacht. Da müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Optimal, würde ich sagen. Was wir jetzt schon grob angeschlossen haben, ist einmal diese fixe Starrleitung, die von dem Membranverstärker, also vom Bremskraftverstärker, die hier runter geht und dann an diesem Halteadapter am Rahmen sich verbindet mit der Flexleitung. Und die Flexleitung kommt jetzt hier unten hin an diesen Adapter, die geht hier durch. Zack. Und da machen sie jetzt fest. Jahre später. Und jetzt kommt unsere starre Leitung. Die muss hier unten rein. So, und dann muss sie irgendwie. Jetzt biege ich die halt von Hand. Ne? Genau, so also ein bisschen. Jetzt noch an den ganzen Übergängen verschrauben, aber an sich kriegen wir die Leitung so ran. Genau, jetzt habt ihr gesehen, wie das alles montiert ist. Eins fehlt allerdings, und zwar seht ihr hier was. Wir haben hier die Bremsleitung, welche beim 300 TDI Baujahr 97 von einer Leitung vorne kommt, nach hinten geht, in einen T-Stück-Verteiler geht und dann an die rechte und die linke Achse aufgeteilt wird. Das hier ist die rechte Seite und die linke verläuft dann hier oben. Dazwischen sitzt hier oben so ein kleines T-Stück. Normalerweise kommt hier so ein Winkel von den beiden Schraubungen und läuft nach hier oben. Der passt jetzt aber nicht mehr, weil dieser schöne ARB-Diffcase-Deckel hier unterschiedliche Höhen hat. Die Schrauben versenkt sind, das hat irgendwie alles nicht gepasst. Hätte man so nicht montieren können. Also mussten wir uns da was ausdenken. Und da haben wir jetzt uns eine Hülse gedreht, die in die Versenkung reinpasst, haben dann uns aus 3 mm Edelstahl eine Platte geschnitten und gebogen und an der ist jetzt oben der T-Stück-Verteiler montiert und hier vorne ist es ganz normal über die normale Aufnahme festgeschraubt. Hier oben ist die Schraube noch nicht fest, aber sonst ist das alles schon fix. Die Leitung müssen wir vielleicht noch 4 cm kürzen oder so, da gucken wir mal. Insofern seid ihr jetzt auf dem Stand, wie es ist. Bremsleitung ist montiert, noch nicht befüllt. Wird dann noch gemacht vom Motorstart. Und im nächsten Video zeigen wir euch, wie man ein Gewinde repariert, weil da hatten wir so ein kleines Problem am Lenkanschlagbolzen vorne. Aber das seht ihr dann. Viel Spaß. Tschö.